Ja, moin moin. Judith Herrmann hat einen neuen Roman geschrieben. Der Titel ist Daheim. Diese Autorin lese ich sehr gerne, denn ich habe sie kennengelernt, als ich noch Auszubildender war. Und da erschien ihr Debütroman Sommerhaus später. Das war eine Kurzgeschichtensammlung. Das ist auch ihre Stärke. Kurzgeschichten, knappe, komprimierte Geschichten. Sozusagen ist dieses Buch auch wieder ein Buch, was sehr komprimiert daherkommt. Beginnt auch fast wie eine Kurzgeschichte, denn am Anfang ist die Ich-Erzählerin jemand, die zurückschaut auf eine Episode 30 Jahre in ihre Vergangenheit, wo sie in einer Großstadt lebte, für eine Zigarettenfabrik tätig war, darauf achten musste, dass die Zigaretten in richtigen Bahnen verlaufen, in diesen Strang, auf eine Tankstelle von ihrer Wohnung immer hinabschaute und an einem sehr heißen Tag dort runtergeht, um sich ein Eis zu kaufen. Dort spricht sie ein älterer Herr an, das wirkt ein bisschen dubios, der möchte aber nichts anderes, als sie zu engagieren, denn er ist ein Zauberer und sieht in ihr die perfekte Größe, also eine Frau, die er in seine Kiste stecken kann, um sie zu zersägen, also dieser bekannte Zersägungstrick. Wenn sie sich dafür begeistern könnte, nach einer Probe auch, die sie bei ihm machen könnte, wird er sie mitnehmen auf eine Seereise Richtung bzw. nach Singapur. Hier endet sozusagen der Prolog, die erste Geschichte, die wirkt wie eine Kurzgeschichte. Und da war gleich bei mir auch das Interesse geweckt und auch gleichzeitig die Verbindung wieder gegeben, weil man Judith Herrmann, wenn man sie liest, weiß man, auch bei Sommerhaus später, sie hat ein Faible anscheinend für Tom Waits. Und gleich diese Episode, dass sie die Möglichkeit hat, nach Singapur zu fahren, mit einem Schiff, das assoziiert bei mir gleich der Song Tom Waits, Singapur. Und so ist auch dieses Buch ähnlich konzipiert. Denn in Folge lesen wir, wie sie 30 Jahre später halt aufs Land gezogen ist. Sie ist nicht nach Singapur gefahren. Sie jobbt jetzt in einer Kneipe, die ihr Bruder betreibt, in Nordfriesland. Wir wissen nur, es ist ein Dorf, was im Wappen eine Nixe zeigt. Also muss es in der Nähe von Büsum wahrscheinlich sein. Ihr Bruder ist fast 60 Jahre alt, verliebt in eine 20-jährige Frau, die mit ihm anscheinend spielt, auch man nicht richtig weiß, was will eigentlich diese Frau tatsächlich. Er also voller Liebeskummer ist und sie, die Ich-Erzählerin, also mir diese Kneipe jetzt praktisch bewirtschaftet als er, sich anfreundet mit der Nachbarin und gleichzeitig dessen Bruder, der ein Landwirt ist. Hier kommen jetzt auch wieder weitere Boxen, die am Anfang in der Geschichte wieder zu tragen. Das heißt, die junge Frau, diese 20-Jährige, die behauptet, dass sie damals als kleines Mädchen immer wieder in eine Box gesperrt worden sei. Auch der Landwirt hat natürlich für seine Schweine bestimmte Boxen. Aber auch als die Ich-Erzählerin eines Tages in ihrem Haus merkwürdige Geräusche hört, ist der Verdacht da, dass da ein Marder sein Unwesen treibt. Und der Landwirt, dem sich ja auch langsam eine Beziehung mit der Ich-Erzählerin anbahnt, ist schnell zur Stelle, weil er eine Marderfalle aufstellt, also eine weitere Box. Also Boxen sind hier so irgendwie der rote Faden, aus dem man sich ja auch irgendwie befreien möchte. Denn es geht in dem Buch tatsächlich um Suchen, um Ankommen, um Befreiung und aber auch um gleichzeitig die Träume oder auch das Suchende in Reisen, in der Geografie, aber auch so wie auch in sich selber, im Freundeskreis etc. Denn auch zum Beispiel die Tochter von der Ich-Erzählerin ist immer in der Weltgeschichte unterwegs, schickt der Mutter immer nur Stationen ihres, da wo sie gerade sich befindet. Und selber, die Ich-Erzählerin, schreibt an ihren Ex-Mann immer wieder kurze Episoden, was sie gerade empfindet und was sie gerade erlebt. Und so tauchen wir ein in eine gute, knappe Person mit Beschreibungen, die irgendwie süchtig machen. Und dieses, was ich schon sagte, diese Sehnsucht nach Ankommen, nach einem Daheim, aber auch gleichzeitig das Suchen dahin. Und dann immer wieder das Thema der Kisten, aus der man sich befreien möchte. Und auch das Buch bietet also dementsprechend viel. Man liest es ziemlich schnell durch, hat aber dann nach Beenden des Buches, glaube ich, noch sehr lange Bilder im Kopf, es wird noch lange im Leser nachklingen. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Almel Schmidt. Wir sehen uns beim Blog Leseschatz. Tschüss!